Willkommen bei der Sky und ich möchte direkt beginnen. Ich spiele im Hintergrund Minecraft Kolonie, gell? Ist ja logisch. Und ich möchte direkt beginnen mit einem Dankeschön an euch. Ich habe die 500 Abonnenten-Marke eigentlich gerade überschritten. Und ich denke, das liegt zum größten Teil einfach an den Tutorials und so, die ich mache. Doch, es freut mich eigentlich. Also, ich habe mich gestern richtig gefreut, wo das passiert ist. So nach dem Motto so: Oh mein fucking Gott, Digga. Ich habe damit nie gerechnet, dass das wirklich passiert. Also. Ich habe das hier einfach nur immer so, ich sag mal, nie ernst wirklich genommen, immer aus Spaß und so gemacht, werde ich natürlich auch weiterhin, weil, ich sag mal so, Hauptsache den Leuten gefällt das und das freut mich mal mega, wenn ich dann sehe, boah, ich habe 33 Likes zu 7 Dislikes, mein Gott, es gibt eben Leute, denen gefällt das nicht und damit habe ich auch überhaupt kein Problem, aber den Großteil gefällt es ja wohl, jedenfalls sieht das so aus. Ich bin jetzt kurz mal unterwegs, muss mir ein bisschen Essen suchen und ich finde das einfach richtig, wie kann ich sagen, awesome eigentlich, weil das ist einfach, ich sag mal, ein Erfolgserlebnis und... Ich denke, jeder, der auch schon mal sowas geschafft hat, der wird das dann noch irgendwie, naja, verstehen, was ich hier meine. Also auf jeden Fall nochmal danke an euch, danke an 500 Leute, das ist also 500 Subscriber, das ist richtig krass schon, finde ich persönlich. Wenn wir das mal umrechnen, 30 Leute pro Klasse, so eine Standardklasse, jedenfalls war das immer so. Und da kommen wir schon fast auf 17 Klassen, Leute, das sind, boah, 500 Menschen, die eigentlich meine Videos, also das ist krass. Und es freut mich auch, dass die letzten Videos euch wohl ganz besonders gefallen haben, beziehungsweise vor allem, Moment, Kakaobohnen, das hier brauchen wir. Vor allem, ich sag mal, ich habe ja letztes Mal dieses komische Marina Joyce Video gemacht, davor, das mit dem Anschlag. Das mit dem Anschlag habe ich gemacht, damit ihr meine Meinung darüber versteht und das mit diesem Marina Joyce Ding eigentlich auch. Es freut mich, dass euch das gefallen hat, es freut mich vor allem bei dem Marina Joyce Ding, dass ihr, ich sag mal so, Diskussionen angefangen habt, dass ihr im Prinzip eure Meinung dazu gesagt habt und ich respektiere eure Meinung auch. Die einen sagen, es stimmt, die anderen sagen, es stimmt nicht. Klickt mal oben jetzt, da ist nämlich die Verknüpfung im Video zu diesem Marina Joyce Video. Ist eine interessante Sache, was da abgegangen ist, ob sie klickgeil ist oder ob sie eine psychische Krankheit hat oder ob es wirklich wahr ist. Ich glaube, das mit dem wirklich war zwar nicht, aber ey, es kann ja eigentlich sein, ne? Und daher, Moment, Trade, was brauchen wir denn? Blanken, ah, hier gebraten, das haben wir vielleicht, war das das? Nee, aber 5 Stück. Ja, ganz im Ernst, da können wir ein paar mehr kaufen. Hä? Oh. Hier. So, ja. Oh, okay, Emra, wenn du das siehst, musst du mal dein Hammelfleisch nachfüllen. Ich habe nämlich alles aufgekauft. Ich finde diese Shops cool. Also, wenn ihr mal Bock habt, so Shops zu machen, ich sage euch oder ich helfe euch auch gerne, das zu machen. Das ist ganz einfach. Kann jeder machen. Was gibt sonst noch so Neues? Ich habe übrigens auf dem Kolonie-Server, oder eher gesagt Restart-Server hier, jetzt mittlerweile eingestellt, dass jeder von euch sich selber Bandagen und sowas machen kann. Also die Grundkrankheiten kann jeder lösen und falls ihr mal irgendwie Malaria, ich glaube nicht, oder die oder Gelbfieber oder sowas habt, ja, dann könnt ihr natürlich auch gerne mich anschreiben, dann komme ich mal kurz auf den Server online und heile euch oder beziehungsweise verkaufe euch die Heilung. Also alles easy, Leute, und ich will mich nochmal bedanken, das ist einfach richtig awesome. Ich habe echt nie gedacht, dass ich 500 Abonnenten bekomme und ich denke, das gleiche würde ich sagen, wenn ich mal irgendwann 1000 habe. Ich rechne zwar immer noch nicht damit, vor allem, dass ich das dann so lange konstant mache. Ich wollte in der Zukunft gerne noch weiterhin solche Meinungsdinger machen, wie ich es jetzt gemacht habe und auch vor allem solche, also wie gesagt, Meinungsdinger, Let's Plays, vielleicht noch ein paar Tutorials, mal gucken, was ich da finde zu Minecraft. Falls ihr Ideen habt, gerne, schreibt es in die Kommentare oder schreibt es unter so ein Video, das freut mich immer sehr. Interaktion mit der Community und ja, Karma, das Karma war wohl gut zu mir, jedenfalls denke ich das so. Moment mal kurz, ich gehe jetzt geradeaus, ah jetzt, okay, ich konnte gerade eben nicht rennen, voll komisch. Ach übrigens, wenn ich mal gegen die Wand laufen sollte oder so, dann ist das nicht, weil mein Spieler irgendwie einen Schlaganfall oder so hatte, sondern, oh, hier ist ein Pferd. Ich mag keine Pferde, das wisst ihr doch. Also, ich habe nichts gegen Pferde, aber ich habe keine Lust, dass die ganze Zeit die Leute mit den Pferden rumrennen. Ich helfe hier im Prinzip Virus, der da hinten wohnt und Pferde am Verkaufen ist, also hier. Wie auch immer, wo waren wir denn? Kommen wir, brechen mal bei... Rayman in der Zeit. Ach nee, Moment mal, ich muss meinen Briefkasten gucken. Also wieder zurück. Sorry, Leute. Ich renne heute nur ein bisschen planlos rum. Also ich bedanke mich auch an ganz vielen Leute, die die ganze Zeit Kommentare schreiben und, wie gesagt, auch ihre Meinung dazu sagen. Eigentlich danke ich jeden. Also irgendwie, ich weiß auch gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es einfach richtig cool. Es ist auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis schlechthin. Das ist richtig Hammer. Und es erwärmt einen das Herz. Also wie gesagt, ich werde in Zukunft weiter Let's Plays machen, Moment, so, Let's Plays machen, Tutorials, Meinungsvideos, ich muss mal gucken, wann wieder so eine Story mit YouTuber oder sowas ist, oder wann jetzt hier irgendwie wieder, ich weiß nicht, eigentlich, ich hoffe es nicht, also ich hoffe ehrlich gesagt, ich muss selber
keine Videos über irgendwelche oder keine Meinungsvideos über Anschläge oder sowas machen. Weil das ist schon einfach, naja, das will man einfach nicht. Wartespinne, jetzt können wir loslegen. Sehr schön. Ja, weil ich persönlich will das ja eigentlich auch gar nicht, aus dem einfachen Grund. Naja, ich finde zwar cool, dass die Leute darüber diskutieren und so, und auch schön, dass ihr da meine Meinung wisst, aber es ist ja im Prinzip immer so eine Sache, du tust im Prinzip deine Meinung sagen zum Thema, was du eigentlich gar nicht willst, was stattgefunden hat, aber du eigentlich gar nicht willst, dass es stattfindet, weil dann drei Leute draufgegangen sind. Und ich weiß, man kann das auch GTA zitieren, GTA 4, glaube ich, people dying every day, also so viel wie Menschen sterben jeden Tag. Ja, das ist wahr. Das sollten die Leute auch nicht weiter jucken, weil das irgendwie der Verlauf des Lebens ist. Leute sterben, Leute werden wieder geboren, also, naja. Wie sagt man, das Leben hört auf, wenn neue Menschen geboren sind? Okay, kann man so sagen, aber im Prinzip, trotzdem wünscht man es sich einfach nicht. Oh, Alter, wie viel habe ich denn davon? Emra, ich will mein Geld zurück. Ich hatte richtig viel von dem Zeug und wusste es noch nicht mal. Ja, also wie gesagt, danke an diese ganzen Kommentare. Ich blende die mal alle ein, diese bam, bam, bam. Oh Mann, das sind so viele Kommentare. Ich versuche immer die ganzen Kommentare zu beantworten. Also hier sind zwei Atombomben. Lasst euch davon nicht weiter irritieren. Die habe ich aus Versehen wohl getroppt und wieder aufgesammelt. Also wie gesagt, danke nochmal an euch alle für die ganzen Kommentare. Das ist wirklich eine schöne Tagesbeschäftigung eigentlich. Aber danke für das Schießpulver vor allem. Also es ist eine coole Sache. Jeder, der von euch denkt, hey, ihr könnt mal anfangen, YouTube zu machen. Ich denke nicht, dass ich berühmt werden werde. Also ich will auch, glaube ich, auch gar nicht berühmt werden. Aber ich denke, das ist wirklich ein cooler Zeitvertreib und man merkt auch oder man lernt auch wirklich irgendwie sich zu verbessern. Man lernt so viel über, keine Ahnung, Designer-Sachen, wie zum Beispiel Intros machen, Videos schneiden. Man lernt so viel über, Mann, eigentlich lernt man einfach so viel, dass ich gar nicht weiß, wofür man, auf jeden Fall, man kann wirklich sein können, richtig improvisieren und so. Es ist wirklich eine coole Sache. Ich empfehle es eben. Nur eine Sache müsst ihr dann eben dabei beachten. Bitte macht das nicht so wie 100.000 andere. Fangt mit YouTube an und sagt dann irgendeinen Monat später, oh, jetzt habe ich aber überhaupt keinen Bock mehr, das zu machen. Leute, das ist einfach nur Zeitverschwendung, die ihr da macht. Ihr verplempert eure Zeit. Und es ist einfach nur ein bisschen blöd, also. Ich würde es euch nicht empfehlen, so zu machen. Kommt meistens nur negativ an. Und sogar wenn eure Videos zu Anfang scheiße sind, mein Gott, wen juckt das? Also so ist meine Meinung dazu und ich muss jetzt mal gucken. Türen gehören zu Holz. So, Hirn. Wie viel Hirn? Leute, wie viel verrottetes Hirn habt ihr mir in den Briefkasten reingeschmissen? Also, du, das ist aber hier ganz schön lächerlich. Wolle. Weiße Wolle. Nice. Also, ich bedanke mich erstmal für das ganze Zeug, was ihr mir in den Briefkasten reingeworfen habt, auch wenn ich schon der Mülleimer der ganzen Nation hier bin. Holz, bringen wir erstmal das Holz weg. So, da. Also genau, manchmal ruckelt mein Bildschirm und so, also ja gesagt, mein Bild hier. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme auch so sieht. Also momentan ist es natürlich nicht so. Der Punkt oder der Grund dafür ist einfach folgender. Ich habe einen neuen Bildschirm, der ist auch mal ein Vielfaches größer. Eben war die Kiste weg. Und deswegen, keine Ahnung, der macht manchmal einfach eigenständige Bewegungen. Wieso? Temperatur 30, ich schwitze. Ich weiß jetzt gerade nicht, Moment mal. Hell, oh fuck. Ich glaube, ich habe irgendwas. Hells? Hä? Ich habe eine Temperatur von 30 und schwitze hier wie die Hölle. Hier ist kein Lava und nix. Und ich habe auch keine Krankheit. The rear is hot, find a shelter from the... Hä? WTF? Ich bin doch hier in einem Untergrund. Ich bin doch hier sogar in meinem Keller drin. WTF, was wollt ihr von mir? Also hier die Gegend ist wohl gerade sehr heiß. Ich muss mir, glaube ich, gleich... Was war das? Was war das? Habt ihr das auch gehört? Ey, Alter, was war das für ein krasses Geräusch? WTF? Nee, sorry, ich schweige jetzt gerade ein bisschen, weil ich gerade... Also, ich bin ja jemand... Oh Mann, der hat meine ganzen Tiere echt getötet, ey. Ich hasse ihn dafür. Naja, immerhin habe ich relativ viel Essen. Alter, ich bin gerade... Oh mein Gott, was war das? Ich glaube, es war ein Enderman, der gerade verreckt ist. Also, manchmal schrecke ich mich schon, weil ich damit nicht rechne. Ich bin ein schreckhafter Mensch, kann man schon fast sagen. Ich meine, ich habe keinen Schiss davor, aber das, man erschreckt sich einfach, weil man in dem Moment einfach denkt so, what the fuck? Vor allem, jetzt geht meine Temperatur runter, was war das? Das war voll crazy jetzt.
Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt machen wollte. Ich schwitze immer noch, die Temperatur geht immer noch hoch. Hier ist mehr Schießpulver. Glowstone Staub. Oh cool, danke fürs Glowstone Staub. Mann, ich bin mir zu blöd zum Reden, ey. Das kam jetzt echt so unerwartet, ey. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Zwei Bücher. I love you, Motherfucker. Achtung. Der Sky ist ein Betrüger. Er will, dass ihr alle Minecraft Restart mitmacht. Die abonniert ihn. Meine Familie Faser. Alles klar. Dankeschön für das Büchlein, wie auch immer das war. Okay. Hallo, der Sky. Ich habe dir einen Plattenspieler und eine Schallplatte hinterlassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du es abspielst. Es kommt von Herzen. Mit lieben Grüßen, M. Danke sehr, M. Also, ich mach das jetzt auch mal. Alles klar, Leute. Also, ich tue jetzt mal die Bücher hier so rein, ne, wie wir es gewohnt sind. Danke erstmal an die schönen Grüße und danke erstmal, dass du die Warnung an meine Abonnenten ausgesprochen hast oder an meine Zuschauer generell, dass sie nicht an Kolonie oder bei Kolonie oder Restart, eher gesagt, mitmachen sollten. Ich habe jetzt hier den Schallplattenspieler. Stellen wir den denn hin? Also ich habe ja generell, mir wurde ja generell die Frage gestellt, warum ist da oben dein, hier oben, weißt du, da, mein, ich sag mal, Schlafplatz in Kolonie oder Restart, eher gesagt. Mann, ich verwechsel das. Also, wenn ich Kolonie sage, meine ich Restart, okay? Das ist ganz einfach. Also, zuerst hatte ich geplant, dass es hier diese obere Etage gar nicht gibt, dass da oben direkt das Dach ist und gut ist. Aber im Prinzip hat sich das geändert. Und dieses Bett, was hier steht, wird wohl nach da oben kommen. Jetzt muss ich warten, das Plugin ist veraltet. Ah, seht ihr? Das dauert eine Weile. Hier ist ein Häuschen, hier ist die Terrasse. Mit einem schönen Ausblick, das kennt ihr ja schon, wenn ihr das in den alten Episoden gesehen habt. Und jetzt gehe ich mal kurz. Hier ist so ein Zwischenraum, so ein kleines Räumchen, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wozu das da ist. Es war eben so, weil es eben da sein musste. Vielleicht baue ich hier das Schlafzimmer hin oder ich baue mein Schlafzimmer hier hin. Vielleicht baue ich es auch wirklich hier hin. Und dann wird dann da hinten das hier meine Verzauberungssache oder meine Verzauberungshalle. Vom Platz her wird das ja eigentlich reichen und es ist auch geräumig genug. Deswegen tue ich meinen Schallplattenspieler hier hinbauen. Wow, wow! Wie? Scheiß, wie? Komm her. Okay. Ich mach mal die Tür zu. Stranger, es ist so creepy. Wieso verfolgt mich das Vieh? Gut, wir stellen den Schallplattenspieler mal hier in die Ecke. Warte. Okay. Das hört sich eher wieder creepy an, anstatt cool. Also, wer auch immer mir das gegeben hat. Das passt gerade ganz und gar nichts zu der Stimmung, die hier herrscht, dass hier irgendwelche Geräusche sind, irgendwelche Endermans mich verfolgen. Finde ich nicht gut. Gut, also ihr wollt mir wohl ganz schön auf die Nerven gehen, das merke ich schon. Ich gehe jetzt hier durch meinen Balkon raus, weil ich irgendwie glaube, dass ich verfolgt werde. Oh, die Sonne geht gerade auf. Komm, das gucken wir uns auf dem Balkon jetzt mal an. Was war das, Mann? Was geht hier ab? Sieht das nicht schön aus? Und man hört sogar die Schallplatte bis hier hin, das ist so creepy. Ach du Kackspinne, ey. Ist hier noch irgendwas drin, was nicht durchkommt? Ernsthaft jetzt? Hört ihr die ganze Zeit auch den scheiß Enderman? Hier ist doch überhaupt keiner gerade auf dem Server drauf, es ist früh am Morgen. Alter Schwede. Irgendwas geht hier ab. Also, WTF. Ach, habt ihr es gerade gemerkt, die Bewegung? Zum Beispiel, das war die so ein Leck. Übrigens, es ist ein Grundstück zu verkaufen. Also ein komisches Grundstück, was eigentlich ganz cool ist, weil es relativ zentral liegt. Ich weiß noch nicht, ob ich irgendwo hier mal ein Schwimmbad oder einen Vergnügungspark hinbaue. Das ist ja bestimmt cool. Also wenn ihr mir helfen wollt mit einem Vergnügungspark, dann sagt mal Bescheid. Es wird in Zukunft jetzt auch mal ein Roleplay stattfinden. Und vor allem habe ich schon gehört, jemand will mit mir so eine Art Quest-Sache machen. Du weg, du weg. Ja, bist du nicht mehr frei. Ja? So. Hier ist ein schönes Grundstück. Also hier könnt ihr gerne bauen. Sagt einfach Bescheid. Das Grundstück ist sehr, sehr günstig. Liegt sehr, sehr zentral. Die Brücke wird noch fertig gebaut. Unten verläuft ein kleiner Fluss. Der Panzer, der wird auch noch weggebaut. Könnt ihr aber, wenn ihr wollt, auch behalten. Der ist übrigens einsatzbereit. Also den müsst ihr eigentlich nur laden und damit schießen. Ja, das garantiere ich euch. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Der ist geil. Und ja. Also wie gesagt, man kann damit schießen. Ich habe es, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Hier ist die Militärbasis, gerade verlassen. Keine Monster, die irgendwie hier rumspacken. Und damit würde ich sagen, haut rein, Leute, nochmal danke, danke, danke für diese ganzen schönen... Hier, das ist kein Bauernhof, Leute. Für die ganzen schönen Kommentare, die ihr schreibt, für die Likes, die ihr hinterlasst. Aber wenn ihr Vorschläge habt für neue Videos,
Scheut euch nicht Bescheid zu sagen. Und damit haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal bei der Sky. Danke dir, Leute. Danke sehr, Leute.